So, herzlich willkommen zum zweiten Part schon mittlerweile. Und ja, wir haben ja gerade erst angefangen und sind durch den Tunnel gewandert. Und ja, ich bin gespannt, was passiert. Wie viele Molotovs hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. So, Molotov-Cocktails. Das ist eine Ablenkung. Stein, Fallen, Molotov. Material benötigt. So, was habe ich denn jetzt? Eine Bierflasche und eine... Okay, jetzt können wir uns... Können wir uns das gleich herstellen. Das sollte genügen. Wenn du deinen ausgerüsteten Molotov hast, halte L2 zum Zielen gedrückt und zum Werfen R2. Bereit! Scheiße! Da kommen sie! Hey, komm schon. Ja, okay, eine Sekunde. Okay, ich glaube, wir haben es, oder? Ich weiß nicht, ob wir da Bonuserfahrung kriegen, wenn wir das machen, oder wie auch immer das alles aussieht. Also hier können wir anscheinend nichts mehr plündern. Achso, ich muss wieder zu ihm zurück. Kein schöner Abgang. Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja so. Ach Mist, ich hätte da reinlaufen können. Den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern. So, sind wir denn jetzt nicht schon an der City, ja, ne? Müsste sein. Da, deine Freakshow. Shit. Alles voll. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich könnte heute vielleicht meine Taschenlampe ausmachen. So, das Ding ist, ich soll jetzt da rein. Kann ich es denn... Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer. Und irgendwas hat er ja gesagt, an der Garage entlang. Ich muss mal erstmal gucken, wir umlaufen das erstmal. Scheiße, das ist ein Gegner. Hinter Büschen kannst du dich tarnen. Wenn du noch nicht entdeckt wurdest, bleib mit Kreis in Deckung, um unentdeckt zu bleiben. Und sorge mit Steinen für Ablenkung. Mit Steinen. Was heißt denn Tarnangriff, dass ich mir jetzt da ranschleichen darf? Ich habe keine Ahnung, ob das so clever ist. Vor allem, ich sehe auch gar nicht mehr diese kleinen Viecher, die wir da eben...
Eieieiei, lecko mio, Alter. Okay. Hier wird schon ein bisschen kniffliger. Aber den sollten wir auch hinkriegen. Da sind zwar zwei Stück auf einmal. Da ist nämlich auch einer, gut zu wissen. Ich weiß gar nicht, ob links oder rechts noch was ist. Ich hab da nicht umsonst hier diese Flasche jetzt, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Wir können damit rumwerfen. Oh Gott, schön, alter Kühlschrank. Lecker. Hm, was haben wir denn da? Eine Wasserflasche, die nehmen wir mal mit. Baseballschläger. Okay. Und sind erheblich... Okay. Also das Problem ist, ich glaube, hier sind auch wieder Gegner. Scheiße. Da hinten war auch was zum Einsammeln. Das ist eine ganze Menge. Aber ich glaube, so wie ich laufe, ist richtig. Dazwischendurch, da sind einfach mal zu viele. Hier sehe ich keinen. Den können wir erledigen. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch eine Pflanze. Brauchen wir wahrscheinlich. Oh. Wie, hier ist einer drin, ey. Aber es sieht erstmal nicht danach aus. Die Tür lasse ich zu. Oh, Muni. Also ich glaube, man könnte in dem Spiel sicherlich noch mehr sammeln und finden, etc., etc. Dick, wie geht's, Bruder? Bist du fertig? Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann legt einen Zahn zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren, die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja, das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Scheiße. Ich glaube, das können wir nicht gut, nicht wirklich gebrauchen gerade. So, ich nehme mal hier alles mit, was wir kriegen können. Das ist eine ganze Menge, die man hier einsammeln darf, kann. Schalldämpfer. Bringe deine Waffe mit deinem Schalldämpfer zum Schweigen. Wähle eine kompatible Waffe im Überlebensrad aus und drücke zum Anbringen R1. So. Material. Das ist aber... Schalldämpfer, da. Okay. Nee, nach draußen gehe ich nicht. Also was heißt, ich will nicht so rauslaufen. So habe ich nicht die Kontrolle, ob da was ist oder nicht.
zum Glück wird auf der Minimap unten links doch schon ein gelber Punkt angezeigt, damit wir nur eine grobe Richtung haben, wo wir eigentlich lang müssen. Das finde ich schon mal ganz gut. So, das nehmen wir wieder mit. Kann das sein, dass wir etwa da nur reinkommen, wenn wir da auch... Sieht jedenfalls danach stark danach aus, aber hier kommen wir rein. Was sagt denn? Wir haben hier Gegner. Aber nur einen, wie es den Anschein hat. Ja, das dachte ich mir. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rein? Scheiße, verrammelt. Ich muss woanders rein. Vielleicht geht's übers Dach. Ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl. Echt auf dem... Aber so kommen wir da anscheinend nicht drauf. Gab's denn eine Möglichkeit, da... Drinnen gab es auch keine Möglichkeit irgendwie. Da können wir auch nicht rauf. Hier auch nicht. Erstmal herausfinden. Ah, hier. Jedenfalls würde es Sinn machen. Jawohl, okay. Oh, mehr Krabbler. Verdammt. Ja, so ist es gut. Scheiße, die kam instinktiv zu mir, oder? Na, Kopfschmerzen. Huh. Boah, Krabbler sind kleine Kinder, ne? Boah, ist das mies, ey. Boah, Gänsehaut. Das gefällt mir ja gar nicht, ey. Ah, lass mich raten. Die restlichen Krabbler sind natürlich drinne. Ich glaube, die Taschenlampe mögen diese Viecher gar nicht. So, das nehmen wir noch mit. Bin übelst angespannt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, weil ich einfach mal zu ruhig bin gerade wahrscheinlich. Für den einen oder anderen. Was haben wir denn hier? Schrott. Okay, da ist verbarrikadiert. Da haben wir schon das Maximum erreicht. Wahrscheinlich wegen... Molotow-Cocktails. Verbände. Warte mal, kann ich mir nicht eigentlich jetzt noch einen Verband herstellen? Ne, wir haben 5 von 5. Weil wenn wir unser Leben angucken, ist ganz schön wenig. Leider steht auch gar nicht, was wir denn eigentlich alles brauchen, um das besser machen zu können. Deswegen würde ich sagen, Bierflasche fehlt uns. Scheiße. Ich glaube, Bierflaschen haben wir ja draußen. Guck mal, Bierflasche. Okay, das heißt, wir könnten uns jetzt noch eine herstellen. Das machen wir mal. Jetzt haben wir 3 von 3. So, das ist der Schalldämpfer. Eine Falle, Spezialwaffe haben wir noch nicht. Steine haben wir zwar. So, ich will ja keine Aufmerksamkeit auf mich lenken. Von da aus machen wir erstmal mit dem Schalldämpfer spielen wir erstmal weiter. Was haben wir denn hier? Okay. Müssen wir dann irgendwann mal in Ruhe angucken, was wir da jetzt gefunden haben. Aber ich glaube, wir machen erstmal die Mission hier. Hier muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein.
So, hier unten haben wir schon mal Tücher. Die können wir gebrauchen, wahrscheinlich für Verband etc. Hier haben wir auch wieder Schrott und Feuer. Okay, er nimmt mehrere Sachen auf einmal mit. Wenn man davor steht, das ist schon mal gut. Muss man da nicht immer doppelt und dreifach alles ausrüsten oder andrücken. Okay, hier haben wir ein Motorrad, aber am Auto war doch noch was, oder? Wehe, da geht jetzt eine Alarmanlage an, ey. Dann gehe ich aber kacken, ey. User, bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Dick! Ripper! Ripper! Nein, 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 nein! Ah! Ah! Scheiße! Ripper? Boozer? Boozman? Verdammt! Ach du Scheiße. Verdammt, Boozer. Ich habe sie. Oh, Scheiße! Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Ihr scheiß Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner deiner Gefundenen! Du bist der Verehrte! Du bist verehrt! Steig hinab! Steig hinab! Leck mich! Hinab! Oh, Ripper, verdammte Scheiße! Schulterwechsel, drücke X beim Zielen, um mit L2 um die Schulter zu wechseln. Hey, hier drüben! Ihr Dreckskerle! Weg von ihm! User, ich töte sie alle! User, komm! Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Komm, ich helf dir hoch. Geht schon. Nein, 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 es geht nicht. Los, hoch. Scheiße. Ripper. Wir müssen weg, Mann. Als ob sie mich erwartet hätten. Fuck. Die kamen. Die kamen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Los, los! Alter Falter! Huh, tja, da hat unser Kumpel dann doch schon die erste kleine Blessur erlitten. Verdammte Hühnerbrühe, ey. Krass. Ölfilter-Scheidämpfer gibt es in drei verschiedenen Größen. Durchsuche unterschiedliche Größen. Alter, was? Bislang bin ich echt gut gehypt. Ich bin gespannt, was da noch so alles kommt. Also man hat ja dann auch irgendwie eine eigene Basis. Und dann ist das ja wirklich Open World. Momentan fühlt sich das noch gar nicht mal so Open World an. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass das einfach mal so eine Art Tutorial gerade momentan ja auch ist. Wie man das so alles handhabt. Ne? Schießen, nachladen, und was nicht alles. Mann, ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es, da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Werd mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Neuro-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da. Nein, nein, nein. Ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey,
Ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Ja gut, kann man ihn nicht verübeln eigentlich. So, das ist wahrscheinlich dann erstmal unser Lager hier. Guck mal, wir haben Waffenschrank. Okay, 4% in Stücke gerissen, Story aktualisiert. Alter Vater, also entweder kriegen wir da einfach nur die Munition her, dass das so eine Art Munitionslager ist, bevor wir uns weiter nach draußen bewegen. Würde ich mal fast behaupten sogar. Ist jetzt natürlich die Frage, ist es unbegrenzt? Gewähren dauerhaft Zugang zu allen gekauften Waffen. Waffen, die du im Feld findest, werden aber nicht in deinem Waffenschrank gelagert. Waffenschrank. Ach du Scheiße. Primäre Waffen, Handfeuerwaffen, Spezial. Keine gelagerten Waffen. Da haben wir unsere 9mm, das ist ja auch eine Handfeuerwaffe. Spezial. Hätten wir die Armbrust. Und noch eine Drifterarmbrust. Mit STD-Zustand. Mhm. Die eine macht auf jeden Fall mehr. Ein verbessertes Modell der gewöhnlichen Armbrust. Ich habe zwar gehört, dass die Armbrust zwar eigentlich erst später ins Spiel kommen soll und man jetzt eigentlich anfänglich gar nicht so haben soll, aber ganz im Ernst, wir nehmen sie mit. Ich würde ganz gerne argumentieren, ich spiele ja auch auf schwer. Ja. Und ich fühle mich auch ziemlich nackt. Hier in dem Spiel gerade. Ich weiß nämlich nicht, was mich erwartet, ob ich da überhaupt klarkomme. Boozer, dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Ja, aber was denn? Also, wenn er selber schon sagt, dass der Arm dann nicht mehr zu retten ist. Egal, wir nehmen erstmal alles mit, was wir kriegen können. Auch wieder Bierflaschen. Haben wir Molotow-Cocktails. Hier haben wir sogar noch einen Baseballschläger. Den lassen wir mal hier. Ich weiß ja auch gar nicht, inwiefern wir hier öfters mal vorbeikommen oder ob wir die Möglichkeit haben überhaupt. So, darf ich mal ganz kurz... Karte. Kehre zu deinem Bike zurück. Alter, Alter, was? Ach, da oben sind wir? Und ich soll da unten hin? Oha. Benzin. Ah, die roten Felder sind anscheinend Gebiete, wo wir... Ach du Scheiße, guckt euch das mal alles an da unten. Unentdeckt, Camp Job 0 von 6, Nero Kontrollpunkte 0 von 3, Infizierung 0 von 2, Sammelobjekte sogar auch noch. Alter Falter. Und interessant ist, was, dass der Lüfter hier angeht, wie, als wenn hier gerade eine Turbine startet. Das müsstet ihr mal hören, ey. Alter Falter. Okay, was haben wir denn noch? Inventar. Ausstattung, Öffnung, Vorräte, Material, Herstellung. So, dann gucken wir uns das mal an. Ach, guck mal, da sehen wir immerhin schon mal, was wir für was überhaupt alles brauchen. Armbrustbolzen brauchen wir sogar Schrott. Okay, das haben wir ja in der letzter Zeit auch ganz gut gesammelt. Pilz. Ach du Scheiße. Okay. Hier ist aber einiges, ey. So, Fertigkeitspunkte. Stimmt. Nahkampf. Aber wir haben momentan keine Punkte. Aber wir können hier anscheinend eine ganze Menge machen. Fernkampf. Was haben wir noch? Auge fürs Detail. Verlängert die Anzeigedauer von Symbolen in der Überlebensansicht. Erhöht die Reichweite der Überlebensansicht. Erhöht die Menge an Fleisch, die du von Tieren gewinnst. Verdoppelt die Effekte von Schrott bei Motorradreparaturen. Ach du Scheiße. Also wir haben hier einiges zu tun. So, wo wollen wir denn eigentlich jetzt... Oder wo müssen wir denn eher hin? Ich muss ja nach Müssen gehen. So, hier wird was angezeigt. Was wird mir hier angezeigt? Einfach nur die Fahrzeuge wahrscheinlich, die ich habe denn. Oder ja. Kann man da rein? Nee. Eigentlich sieht das Lager ja doch sehr gut aus. Ich höre das Tor zum Verschluss. Ich nehme nicht Boozers Bike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Okay, Bolzen herstellen. Armbrustbolzen kannst du selber herstellen. Für das Holz benötigst du Zedersetzlinge und Schrott für die Spitzen. Kombiniere die beiden Überlebensrate, indem du die Armbrustkategorie auswählst und Bolzen herstellen auswählst.
So, wie es der Zufall so will, haben wir hier natürlich auch gleich ein Bäumchen. Das erinnert mich so ein bisschen an Aloy von Horizon. Da war das nämlich auch immer so. Einfach mal die Bäume, denn die zerpflückte sie immer halbwegs. Sah fast so ähnlich aus. So herstellen. Also, jetzt haben wir jetzt hier nicht mehr die Schrot, sondern die Bolzen. Da steht sogar. Herstellen. 8 von 10. Okay. Puh. Ich gucke mich mal nochmal ganz kurz in der Umgebung um. Okay, das Tor ist zu. Er ist jetzt alleine. Vielleicht können wir nämlich, finden wir ja doch noch das eine oder andere. Das verbraucht Ausdauer. Und jetzt weiß ich nicht, ob es wirklich einen Tag-Nacht-Rhythmus gibt. Wo sehe ich meine Ausdauer? Ach, das ist der blaue Balken. Regeneriert der sich auch? Ja, der regeneriert sich, okay. Uiuiuiuiui. 600 Meter laufen. Was zum Teufel? Usa, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Ups. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ein Rehpilz. Ah, okay, in der Lebensansicht werden mir auch noch Pflanzen angezeigt. Die in der Nähe sind. Der ist aber ganz schön schnell unterwegs, der Dude. Ich würde ja lachen, das wird wahrscheinlich irgendein Lager sein jetzt hier in der Nähe. Da können wir leider nichts mitnehmen. Gefunden? Ich hatte recht. Die Drifter von letztens, die zwei auf dem Bike, die haben ein Versteck, die Straße hoch. Ja? Oh Mann. Ganz schön dickes Ding. Eine Art Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig. Da schießt jemand! Okay. Ich denke mal, das sollten jetzt alle gewesen sein. Ich weiß zwar nicht, wo jetzt noch mehr sind. Kann ich das denn... Ah! Nee. Und schon ist es Nacht geworden, ne? Dass sie sich aber nicht wundern, dass da einfach mal Leute einfach mal so tot umfallen hier. Okay, die Flinte. Jetzt haben wir wieder eine Art Flinte, oder? Schneller Waffenwechsel. Tippe an, um schnell deine Primärwaffe zu wechseln. Halte G3 gedrückt und starte deine Spezialwaffe. Meine Spezialwaffe wäre dann wohl im optimalen Falle meine Armbrust. Die würde ich ganz gerne auch mal austesten wollen. Zielen und sinken. Armbrustbolzen werden durch die Schwerkraft beeinflusst. Die sinken auf dem Weg zu ihrem Ziel immer mehr zu Boden. Wenn du etwas weit entfernter schießt, solltest du höher zielen, damit der Bolzen auch sein Ziel erreicht. Alles klar. Aber ich würde meinen, das machen wir alles erst im dritten Part. In dem Sinne, Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da, auch gerne in den Kommentaren, was ihr bislang ganz gut findet. Verbesserungsvorschläge auch gerne gesehen. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Part Nummer 3. In dem Sinne, haut da Rinsen mit dem bekannten Grinsen, euer Capella. Tschibidi!